Herr Dr. Kohl, gestern gab es einigen Wirbel innerhalb der ÖVP. Johanna Mikl-Leitner wurde durch Wolfgang Sobotka als Innenministerin ersetzt. Jetzt liest man heute in einigen Leitartikeln, dass das durchaus auch schon ein Vorgriff auf die Wahlen war, weil Erwin Bröll offenbar nicht daran glaubt, dass sie die Wahl gewinnen und deswegen Johanna Mikl-Leitner schon vorher ausgetauscht hat, damit sie dann nicht beschädigt ist. Glauben Sie das? Nein, das glaube ich überhaupt nicht, weil die ganze Aktion war ja von langer Hand vorbereitet, also bevor es alle diese Umfragen gab. Und von den Umfragen wiederum nehme ich eigentlich nur die vom Klartext ernst. Die ist nämlich seriös, Herr Hayek. Und aus denen geht hervor, dass 50% der Wähler noch zu haben sind. 30% schwanken zwischen mehreren Kandidaten. Und 20% wissen überhaupt nicht, wen sie wählen sollen. Und daher bin ich froh, im Klartext zu sein. Da sieht man mich. Und ist diese 14-Tage-Wahlkampf jetzt noch oder 12-Tage-Wahlkampf, die werden mich durch ganz Österreich wirbeln wieder und ich glaube, ich bin auf gutem Weg.